Morgen zur Pressekonferenz bei Viktoria Köln nach dem Heimspiel gegen 1860 München. Ich begrüße Maurizio Jacobacci, hallo Lars Jansen. Das erste Statement gehört wie immer dem Gästetrainer. Ja. Hallo allerseits. Ja, es ist schwierig, Worte zu finden für dieses Spiel. Sicher nicht unser bestes Spiel. Aber wir haben auch gegen einen guten Gegner gespielt, der sicher viel mehr Ballbesitz als wir hatten. Erste Halbzeit gehen wir in Rückstand. Können sofort natürlich ausgleichen. Das war natürlich eine sehr, sehr gute Reaktion des Teams. Und dann zweite Halbzeit sind viele Sachen passiert, die ich so selten gesehen habe. Viele gelbe Karten, korrekt, unkorrekt für Kleinigkeiten. Und am Schluss natürlich bitter, denn auf eine Aktion, die zu einem Penalty hätte führen sollen, bekommen wir gelb-rot. Und zudem dann noch eine andere rote Karte. Bleiben in doppelter Unterzahl. Und schade für den großen Aufwand, den wir betrieben haben heute. Ich glaube, am Schluss hätten wir gut und gerne mit einem Unentschieden nach Hause gehen können. Leider bleibt uns das verwehrt. Schade, wie gesagt, für den großen Aufwand, defensiven großen Aufwand, den wir getrieben haben. Aber ja, ich habe der Mannschaft gesagt, wir müssen aufstehen und schon ab heute Abend an die nächste Woche denken und das Spiel versuchen abzuhaken. Danke. Vielen Dank, Olaf. Ja, hallo erstmal zusammen. Maurizio hat sicherlich einiges schon davon berichtet, was so neben dem Platz oder auf dem Platz mit dem Schiedsrichter passiert ist. Es gibt keinen Videobeweis und dann werden wir leider das öfter erleben. In der Form, muss man sagen, glaube ich, hat der Schiedsrichter sich einfach mit der Kartenflut, die er da an den Tag gelegt hat, wahrscheinlich sich irgendwann dann selber unter Druck gesetzt. Tut mir natürlich leid für 60 in Anführungsstrichen, die jetzt dann Leidtragender waren. Wenn ich zu den Inhalten gehe, kann ich nur sagen, Maurizio hat eine sehr gute Mannschaft zusammengestellt, die vor allen Dingen auch jetzt seinen Plan sehr verinnerlicht haben. Wer es nicht weiß, waren die Mannschaften in den letzten Wochen, die gegen den Ball die meisten Balleroberungen haben, im Umschalten brutal gefährlich waren. Und das war für uns heute die Herausforderung. Trotzdem in unserem Spiel zu bleiben und versuchen, möglichst wenig Fehler zu machen, wie wir das zum Beispiel in Lübeck gemacht haben letzte Woche. Und da braucht man dann Mut und dann muss ich sagen, haben wir wirklich ein klasse Spiel gemacht. Eigentlich über das ganze Spiel in vielen Phasen, auch nach der Halbzeit dann ruhig geblieben und sicherlich einige an Möglichkeiten gehabt, die wir nicht genutzt haben, das ist eben so. Da muss man dann auch mitleben. Dass das dann am Ende dann auf unsere Seite fällt mit diesen Umständen, das ist natürlich auf der einen Seite Glück, aber auf der anderen Seite zeichnet das diese Mannschaft aus, die niemals aufgibt, ne, und immer weiter an unserem Ding arbeitet. Und das macht mich natürlich erstmal froh und auch stolz, das zu sehen, dass ich nicht nur als Trainer da viel reingeben muss, sondern die Jungs mit Eigenverantwortung sind und das wirklich als Team leben. Wenn man jetzt auch die Bilder in der Kabine sieht, für Brian, der diese schwere Verletzung leider leiden musste, muss man sagen, auch da bin ich sehr stolz auf meine Jungs. Das ist wirklich eine Truppe, die zusammenhält. Und ich denke, das ist das Wichtigste, genau wie Maurizio gesagt hat, denn du fällst gefühlt Woche für Woche in der dritten Liga hin. Die ist so eng und da musst du halt aufstehen können. Das finde ich, das haben wir neben den Inhalten auf jeden Fall heute an den Tag gelegt. Und euch, Maurizio, wünsche ich alles Gute, drückt die Daumen. Danke, gleichfalls. Beste Saison, danke. Vielen Dank. Gibt es Fragen an einen der beiden Trainer? Olli Chris. Ja, Herr Jacobacci, wie haben Sie denn die roten Karten, die Sie gegen Leo Equatro und auch gegen Moritz Schröter? Moritz Schröter war ja aus meiner Sicht auch ein Elfmeter. Hat er reklamiert oder hat er gegen Schwalbe gelb-rot bekommen? Was ging es da genau?
Ich glaube nicht, dass er reklamiert hat. Ich glaube schon, dass er wegen Schwalbe die gelbe Karte bekommt. Also die gelb-rote dann am Schluss. Das ist natürlich bitter, weil wir verlieren nicht nur einen Spieler heute während des Spiels, aber wir verlieren so vor allem für das nächste Spiel. Und das ist doppelt bitter natürlich. Haben Sie selbst als Trainer schon mal so ein Spiel erlebt, wo so viele Karten verteilt wurden? Also insgesamt gab es ja vier Platzverweise inklusive Ihrer roten Karte am Ende des Spiels. Haben Sie sowas schon mal erlebt? Ja, ich habe es schon. Leider erleben können. Es ist ja nicht das erste Mal, also nicht hier in Deutschland, aber natürlich in früheren Zeit. Passieren natürlich solche Dinge, wo wirklich Gelbflut da ist. Aber wie gesagt, auch ich weiß nicht, was er interpretiert hat bei meiner, ich weiß nicht, ob es gelb-rot war oder rot. Aber ich habe ihm nur gesagt, dass ich ihm höflicherweise meine Hand anbiete, aber das, was er heute gepfiffen hat, nicht korrekt war. Das war der Grund, wieso dass er mir gelb-rot oder rot gibt. Also über den Linienrichter hat er die rote Karte gezogen. Der Linienrichter hat ihm gesagt, gib ihm rot. Also ich weiß nicht, ob das eine gelbe Karte ist, aber vor allem eine rote Karte, nein, habe ich nicht verstanden. Ich mache noch gleich weiter, sorry. Es gab noch einen Platzverweis. Wer hat den bekommen bei euch? Es gab noch eine vierte rote Karte. Könnte ich nicht sagen, weiß ich nicht. Ich weiß nur von diesen zwei roten Karten, der von Leroy und Gelb-Rot für Schröter. Aber die dritte rote Karte, keine Ahnung. Philipp. Ja, Olaf, ganz kurz einen Blick vielleicht dann noch auf das Spiel am Mittwoch. Das ist der Mannschaft mit, er hat einige Rückschläge gehabt. Lübeck, klar, jetzt die Verletzung von Henning. Was gibt so einen Sieg euch dann jetzt mit für dieses Pokalspiel? Also ich glaube, für dieses Pokalspiel gegen Eintracht Frankfurt am Mittwochabend hier bei uns in Höhenberg brauchen wir keine zusätzliche Motivation. Das ist ein anderer Wettbewerb, völlig losgelöst. Natürlich gehst du immer ein gutes Gefühl ins Wochenende, das ist ja klar. Aber für Mittwoch fühlen wir einfach nur pure Freude, dass wir in der zweiten DFB-Pokalrunde spielen dürfen. Und dann noch gegen Eintracht Frankfurt, würde ich sagen, hätte schlimmer kommen können. Und da ist die Freude natürlich groß auf dieses Spiel. Gibt es weitere Fragen? Das ist nicht der Fall. Dann bedanke ich mich fürs Kommen, wünsche unterdessen trotz allem eine gute Heimfahrt. Und wir freuen uns auf Mittwochabend. Vielen Dank. Danke.